Pauschal dotierte Unterstützungskasse, die funktioniert bei jedem gleich. Wenn ich die gleichen Gestaltungsparameter, wenn wir mit 14% rechnen, ist es genauso wie in die Müller GmbH Unterstützungskassenverwaltung mit dem gleichen Zinssatz oder dem gleichen Rentenfaktor rechnet. Wenn wir mit 30% Zuschuss rechnen, ist es genauso wie wenn irgendein anderer Markt mit 30% Zuschuss rechnet. Also es kann bloß einer falsch rechnen, das ist klar und das gibt es auch leider oft genug. Aber das rechnet sie im Prinzip überall gleich. Und unser Motto, unsere Vision ist, ja, ich habe vor kurzem ein Unternehmen gehabt, da war ich da und haben gesagt, ja, was bleibt bei Ihnen über nach dem und dem Zeit bei dem und dem Zins? Ja, da bleiben bei uns 100.000 übrig. Dann hat er gesagt, ja, aber bei dem, der vor Ihnen da war, da bleiben 100 Millionen übrig. Habe ich gesagt, naja, ich kann es Ihnen auch so rechnen, dass 100 Millionen sind. Ich weiß genau, wo der falsch rechnet, wo die Dinge sind. Ich kann Ihnen bloß sagen, das ist richtig und mehr kommt halt schlichtweg nicht raus. Wenn Sie wollen, meinen Sie es halt noch ein oder zwei oder drei Nuller hin, aber es kommt nicht mehr raus. Das ist richtig gerechnet. Klar, wenn Sie eine Fluktuation haben, schaut es ein bisschen besser aus, aber wissen wir nicht, ob eine ist. Und das sind halt solche Dinge. Ich habe bis jetzt am Markt noch keine Berechnung gesehen, die ausführlicher sind, die aussagekräftiger sind als unsere. Aber das muss einfach im Hintergrund muss das richtig sein, von den Ergebnissen. Mit Mandanten kann man aus meiner Sicht nur die Ergebnisse grundsätzlich durchsprechen. Da kann ich nur sagen, das bringt's, das kommt raus, das ergibt sich so und das ergibt sich so. Da kann ich nicht in jedes Detail. Wenn ich Auto verkaufen würde, würde ich auch nur sagen, du, das ist knallrot, das schaut super aus, vor allem im Sommer. Außerdem fahrt es 200 Kilometer, Stundenkilometer. Das ist von 0 auf 100, wenn du mal Gas geben willst, in 7 Sekunden oder 12 oder was auch immer. Und das hat ganz wenig Verbrauch. Vielleicht fragt er noch irgendwas, was wichtig ist. Kann man auch das Dach aufklappen oder irgendwas? Und dann sage ich, nein, bei dem nicht. Oder ja, geht natürlich, dafür ist ja auch ein Cabrio. Aber ich erkläre dir nicht jede Schraube im Motor und alles. Da muss er einfach wissen und sagen, oh, da ist ein Stern drauf oder vier Kreise oder was auch immer. Die werden schon wissen, wie man ein Auto baut, die machen schon richtig. Und so sehe ich es auch beim Unternehmer. Ich kann es nur nutzenorientiert im Prinzip darstellen. Und unsere Partner arbeiten in letzter Zeit nur mehr mit dem einen Platz und scheinen da so, das sind die Eckpunkte. Und so schaut es, das sind die Effekte, die kannst du erzielen und erwirtschaften. Ja, von den Personendaten, wir brauchen natürlich immer die Geburtsdaten, wir brauchen möglichst immer den Diensteintritt brauchen wir nicht unbedingt, das ist einfach gut, wenn man es weiß, Zusagebeginn ist klar und natürlich das Pensionsalter, das rechnen wir selbst. Wir rechnen da ganz normal, wann es gesetzlich jetzt so ist, gleiten von 65 bis 67, den Rentenbeginn berechnen wir auch aus. Und wir brauchen die Entgeltumwandlung. Wir machen mit vielen Partnern so, dass wir sagen, okay, wenn wir die Gehälter wissen, wenn wir wissen, was ist das für eine Branche, was ist das für eine Region, und da haben wir genug Erfahrung, weil wir das oft machen, dann gehen wir selbst da irgendwo, dann wissen wir genau, wer macht tendenziell 100 Euro, wer macht tendenziell 50 Euro und wo gibt es irgendwo 150 Euro. Und wissen wir dann, dass wir uns vorsichtig irgendwelche Zahlen berechnen, die auch sicher so eintreten. Also wir haben es in der Vergangenheit ganz oft gehabt, wenn wir die Musterberechnung gemacht haben und dann ist es tatsächlich eingerichtet worden, dass die Einrichtung immer besser ausgeschaut hat. Also wir haben immer entweder höhere Teilnahmequote gehabt, als wir mitgemacht haben, wir haben höhere Beträge gehabt, wir haben so, dass die Mitarbeiter auch mit mehr Volumen mitgemacht haben. Das hat meistens besser ausgeschaut oder eigentlich immer als in der Musterberechnung. Also das ist die Entgeltumwandlung, das ist was ganz Wichtiges, was wir brauchen oder einfach wir berechnen. Status ist nur, wenn wir mal variieren müssen, als wenn wir sagen, das haben wir relativ oft und das sollte man auch machen, weil wir wissen, dass das für Unternehmer interessant ist, dass verschiedene Unternehmer sagen, okay, ich gebe gerne einen Zuschuss, aber es sollte nicht jeder 50% kriegen, meine ganz normalen gewerblichen Mitarbeiter sollen 30% Zuschuss kriegen und meine IT-Leute oder meine Ingenieure oder meine sowieso Führungskräfte oder der und der Bereich oder die und die Gruppe, die bekommen 70%. Also die dann einfach variieren und sagen, okay, als Mitarbeiterbindungsinstrument, als Steuerungsinstrument, bestimmte Mitarbeitergruppen bekommen halt mehr als die anderen. Und das sollte man nicht aufteilen in 5, 6, 7, 8 Gruppen, aber ein, zwei Gruppen in jedem Unternehmen, also nicht ein, zwei, eine hat man immer, zwei oder drei Gruppen in jedem Unternehmen
macht natürlich durchaus Sinn.